So, jetzt hier, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Fallout London an der Stelle und ich erst mal ein kleines Ding in eigener Sache. Wir haben letzte Folge haben wir ja quasi, ne, versagt nicht, aber wir haben halt einfach nicht, wir konnten die Quest Becoming Respectable beziehungsweise respektabel werden nicht fortsetzen. Ja, das am Ende musste ich dann einen kurzen Schnitt machen, es ging kurzen Prozess machen, es ging einfach nicht. Ich habe nachgelesen und gemacht und getan. Ich werde jetzt gleich mal meine Erkenntnisse euch beibringen und euch zeigen, wie ihr die Quest reparieren könnt oder was ihr tun könnt auf jeden Fall. Wir stehen auf jeden Fall hier. Wenn ihr diese Quest ja noch nicht habt, ihr kriegt die von irgendeinem random Dude, da muss man eine gewisse Stufe erreicht haben, ich habe aber nicht rausgefunden, welche. Und dann könnt ihr die Quest hier bei dieser Frau, Penelope Shore, könnt ihr diese Quest annehmen. Wenn ihr diese Quest dort angenommen habt, bekommt ihr hier einen Wegpunkt, geht zur Townhouse-Aktion oder was im Englisch das dann heißt, je nachdem, wie es bei euch ist. Und das werden wir jetzt machen an der Stelle. Ganz einfach. Also wie gesagt, Quest annehmen bei Penelope, Shore und dann gehen wir zur Auktion. So, gehen wir uns hier durch. Das ist natürlich ein kleiner Weg jetzt zu laufen. Ich glaube, wir sind beim letzten Mal den Weg schon gelaufen. Ich mache mal einen Schnitt an der Stelle. Wir sehen uns gleich direkt bei der Auktionshaus wieder. So, zack. Und dann sind wir bei dem Auktionshaus. Und hier ist, über der einen Tür steht Danger. Das ist versperrt. Und die andere Tür ist auch versperrt. Und normalerweise dürfte die jetzt nicht versperrt sein, die Tür. Das ist unser Problem. Die Tür ist versperrt. Wer das Problem hat von euch, der Weg ist so denkbar, ist so einfach wie denkbar. Ihr tut es einfach manuell anlacken mit einem Befehl. Dazu macht ihr eure Konsole auf, klickt auf die Tür und schreibt Anlag rein. Das geht bei jeder Tür geht das. Zack, und schon ist das kriminelle Versteck offen. Und hier drinnen befindet sich dann die Auktion. So geht die Quest weiter. Da braucht ihr nicht rummehren, rummachen. Den Foodman habe ich auch gesucht, den findest du nicht. Der ist nämlich da drinnen bei der Auktion. Deswegen kannst du den auf der Karte nicht finden. Ja, das sind meine Erkenntnisse. Wie gesagt, wenn ihr Probleme mit der Quest habt, becoming respectable oder respektabel werden, dann funktioniert das so, macht die Tür, tut die anlocken und dann geht ihr in das Versteck und macht die Quest weiter. So denkbar einfach. So. Wir gehen jetzt hier rein kurz. Ich mache einen Schnitt, damit es nicht lange dauert für euch. So, sind wir schon hier drinne. Da ist der Auktionator. Und hier sitzt der Gentry Lakai. Das ist natürlich falsch bezeichnet, oder? Auktionator. Bei mir hieß der Foodman. Graham Silver, Penny Copperfield. In der Tat habe ich viel rumprobiert. Ich habe auch ohne Goldie Richmond. Ich habe auch ohne die deutsche Übersetzung versucht. Es hat alles nichts gebracht. Die Türen sind einfach verschlossen gewesen bei mir. Ich konnte das jetzt nur mit dem Anlocken, da ging das dann. Bin ich jetzt zumindest hier reingekommen. Da hätte ich an der letzten Folge schon dran denken können. Aber ja, man muss ja eben auch mal rumprobieren. Was aber passiert ist, währenddessen ich hier probiert habe, Rache, dein Name ist Wut, kam die Quest rein, irgendwas mit Fury. Also sag ich dann euch dann beim nächsten Mal, wie die genau heißt. Und das ist die nächste Quest für die Vagabunden. Wir sind nämlich noch nicht fertig bei den Vagabunden, da geht es nämlich noch weiter. Und die Quest kam automatisch rein. Wahrscheinlich war es die Zeit abgelaufen gewesen, war es die Zeit hochgelaufen gewesen. Aber wir machen jetzt erstmal hier respektabel werden und wir sind optional mit dem Foodman sprechen. Ja, weiß jetzt nicht, was mit dem Fußmann, was die damit meinen. Meinen die den hier? Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall den Marker hier drauf auf dem. Und auf dem habe ich auch den Marker. Ich speichere mal an der Stelle ganz kurz. Dass falls wir irgendwie einen Mist machen, auch mit der Auktion, dann sind wir irgendwie da so, es gibt wohl Leute, die haben ihre ganze Kohle verloren dabei. Ich weiß nicht, wie viel Geld haben wir denn? Wir haben 5.541 Tickets, also, ja, Pfund oder was weiß ich. Ey, Gentry Lakai. Was ist das hier? My mistress is willing to cover any costs incurred beyond your meager means, but it is asked you do not rack up an astronomical fee. Okay, hört sich gut an. Solange sie bezahlt, behalten sie den Ausgang im Auge, verstanden. Ich weiß nicht, was ist billiger?
dieses Haus oder deine Herrin. Hört sich gut an. Wie lange sie I bezahlt? expect she will be. Yes. I'm not paid enough for this. Okay, abgeschlossen. Sprich mit dem Foodman, da drüben ist noch jemand. Ja. So. So, dann speichere ich jetzt hier nochmal. Hier ist noch eine Werkbank. Warum kann ich hier Waffen herstellen? Das wollte ich nochmal ausprobieren, das Teil, ne? Hier ist ein Dienstgewehr. Oh, ja, jetzt gerade nicht. Kalibrierte Primitive, das ist das Zeug, was von den Dings, was wir letztens in der letzten Folge geerntet haben, sozusagen. Das Vintage-Gewehr behalte ich mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da schon eins habe davon. Stecherabzug, das brauchen wir auf keinen Fall. Stecherabzug natürlich. Taktisch, Stecherabzug brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir brauchen ein bisschen Blatt in der Tasche. Das Gewehr behalte ich mal. Und das Scharfschützengewehr wollte ich mal ausprobieren. Das Elektro. Elektrowaffen waren bis jetzt noch nie so meins, aber Fallout. Aber es kann sich natürlich auch mal was ändern. Man kann seine Vorlieben auch mal anpassen oder so. Kavaliershut. Können wir mal einen zerlegen. Ach, wir haben mehrere davon, also weg damit. Kavallerie, linkes Bein, rechtes Bein. Wir können ja mal einen Satz behalten. Und 90 mal die Uniform. Wollen wir. Nein. Wir brauchen noch diese Fasern, ne? Ich hab mich erinnert, ich wollte eine Fasern sammeln. Hier, ballistische Faser oder irgend sowas. Irgend so eine Faserart wollte ich sammeln. Ja. Hier, Leder kann direkt weg, das brauche ich nicht. Hier. Weil wir haben noch nicht hochgearbeitet hier. Gussharz ist noch, wir brauchen Mikrokohle, irgendwie Kohlenstoff. Wir brauchen, dass wir mehr aushalten. So, dann reden wir mal. Ja, wollen wir mit denen noch kurz reden? Wie ist hier mit Goldie? Hey Goldie, wie geht's dir? Oh, it's amazing. Unter deinem Stuhl liegt eine Bombe, verschwinde. Glück 3 von 7. Was schaust du dir hier an? Nothing special. Nothing special. So wonderful. Geile Artikulation. Nicht gut. What I want is the prestige of owning this house. Good location. Respectable neighborhood. Access to the right station. That's a combination that screams taste and discretion. I simply must have it. Wenn es so eine gute Kombination ist, warum sind sie dann, warum wird sie dann aufgegeben? Not abandoned. Merely temporarily unpossessed. There's a distinction. You should learn it. Aussterben, alles klar. Okay. Na dann, versuchen wir mal unser Glück, oder? Oh, really? Maybe it's my bomb. And I'm keeping it under there for safekeeping. Did you ever consider that? I'm in touch with humanity. Das hat nicht geklappt. Wenn wir jetzt natürlich Glück oben gehabt hätten, dann hätten wir sie vielleicht da ausstechen können. Versuchen wir mal hier drüben mit Graham Silver. Hey, Graham. Ja, kein Problem. Perception 5 von 7. Das haben wir auch nicht, glaube ich, oder? Haben wir 5 von 7? Verstehe nicht, was es so toll an diesem Haus sein soll. Sind sie Strebebögen nicht geschmacklos? Sind diese Strebebögen nicht geschmacklos? But poor taste. Ah, I see what's really going on here. You thought you'd go round and convince everyone that this house was a poor investment. Yeah. Well, I'll have you know that I, Graham Silverman, will not be taken for a fool. Shit. Okay, yes. Penny? Can I help you? Charisma, denken Sie an den ganzen Aufwand, der mit der Renovierung dieser Müllkippe verbunden sein wird. Es ist fast nicht mehr zu reparieren. Yes, I see what you mean. I suppose I don't need another house. One mustn't be greedy after all. Ja, genau. So, Penny geht. What's that smell? Oh, it's you. Ja.
So, die kommen erfolgreich vor Kraulen. Also haben wir jetzt noch zwei Gegner im Endeffekt. Wenn wir jetzt Glück und Perception oben gehabt hätten, hätten wir die wahrscheinlich auch noch vor Kraulen können. Leider haben wir das aktuell nicht. Ja, das hätte ich natürlich gern gesehen, wie wir die alle vor Kraulen hätten. So, Auktionator, wie sieht's bei dir Can I aus? take your name? Then we can begin the auction. Mein Name ist Slim Shady. Was steht noch? Warum? You're here for the house, correct? Ja. I'll need your name for the auction. Once Ach so. everyone is here, I'll start the bidding. Okay. Wer steht noch auf der Well, Liste? first we have Miss Penny Copperfield. The Copperfields aren't the wealthiest sort, but they are tenacious about land speculation. Next is Mr. Graham Silverman. Reasonably well-to-do and, of course, well-known in art circles for his refined tastes. He's just very keen on architecture. Okay, And Silverman. Lydia Richmond is here as well. I trust she requires no introduction. I can see I was mistaken. If you must ask, she's wealthier than you. Okay. Ja, okay. Ich habe ja gespeichert. Ja, ich bin Essitas. Wo ist Smith? Thank you. If you will take a seat, we will begin the bidding. It must be horrible to live in places without luxury. Machen Sie sich bereit für die Auktion, indem ich mich hinter den Dings setze. Thank you all for coming to the auction of this lovely house in need of renovation. We will start the bidding at 1,000 tickets. I would have started higher. How Scheiße. terribly quaint. That's 1,100 tickets. Do I hear 1,200? Do I hear? Ah, that's 1,500. Going once, going twice. Muss ich irgendwas machen? 1600. 1,600. Do I hear 2,000? Anyone? Ah, yes, 2,000. Going once, going twice. 2200. 2200, thank you. Do I hear 2300? Pardon me, Geoffrey. How about we make this interesting? I'm willing to pay 4000 tickets for this house. Was? Einfach so? I'd rather we didn't prolong the inevitable if it's all the same. Well, time is money and you're wasting both. Okay. Okay, dann bezahle ich 2.500. I must admit I'm disappointed, but I know when I've been outspent. I concede. Sold for 5,000 tickets. I must say, that was rather unorthodox. If you'll just... Ah, that's all in order. Thank you very much. Here's the deed to the property, and here's the key. Good day to you. I do hope Father is proud of me. So. Wir haben die Auktion gewonnen. Ich weiß nicht wie, aber wir haben sie gewonnen. Und Sergio. Talk to me. Might attract someone's attention. Graham Silver. Goldie. What? What? Goldie, du bist ja ein goldiges Stückchen. Ich mach mal einen Screenshot. Ich brauche das für ein Thumbnail, damit sieht ganz gut aus. Sex Sales, sozusagen. Sex Sales. Nee. Das nur nicht, aber. Ich mach mal einen Schnitt an der Stelle wegen der Ladezeit. So, da sind wir schon raus. Wer ist denn das? Achso, das ist ja unser Foodman. Der heißt Gentry Lakai und nicht Foodman. Das finde ich echt komisch. Warum denn nicht? Also im Englischen, ich hab mit der englischen Original, da hieß er Foodman. Der Typ. Ich denke mal. Ich denke mal, dass ich da noch was tun muss bei der Übersetzung. Da muss man eh nochmal Zeit investieren. Das haut noch nicht so richtig hin. Ich habe da noch was vor. Aber ich habe im Moment noch keine Zeit gefunden dafür, ehrlich gesagt. So, dass es erstmal so bleiben muss, leider. Ist die Markierung? Ist das ein Gesetz, selbstgesetzt, oder? Nee. Ja, wir gehen zurück zu Penelope Shore. Ich hoffe, hat die das bezahlt? Geben wir die Kohle wieder? Also, wir haben es bezahlt. Okay. Und ich wette, die gibt uns das Geld nicht wieder. Also ich wette meine Hose, die ich gerade anhabe, wette ich darauf, dass die uns das Geld nicht wiedergibt. Das heißt, wir haben das als bezahlt, aber dann ist es halt so. Ich kann es auch nicht ändern. Geld ist halt nicht so relevant. Also wir müssen ja nicht so viel kaufen. Und wir können ja Neues verdienen einfach.
Das geht ja ganz gut hier. Obwohl es natürlich sehr schleppend ist bei dem Spiel. Muss man sagen. Aber ich habe zerlegt natürlich solche Sachen immer, wie ich habe ja die ganzen Klamotten da zerlegt. Wenn ich das weiß, dann kann man die ja aufheben zum Verkaufen. Das sollte eigentlich machbar sein, dass man da ein bisschen Geld verdient. Komm mit, Kira. Kira der Explorer. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel oder zu... Das ist ja eine coole Lampe. Ja, auch so eine coole Lampe am Helm. Ich werde aber auf der Bank kurz warten, bis Tag ist. Ich will mit der am Tag sprechen. So ein Zwielicht, ich weiß nicht. Das hört sich auch irgendwie falsch an. Außerdem rennt die gar nicht hier rum, jetzt, so wie es aussieht. Die wird auch heimgegangen sein. Deswegen setzen wir uns mal hier hin. Und warten einfach, bis Tag ist. Ich schlafe auf der Parkbank wieder, wie sich so für guten Penner gehört. Schlafen wir auf der Parkbank und ich mache mal 9 Stunden. 10 Stunden. 10 Stunden, dann wäre es um 8. Ja, wir machen mal 11 Stunden. Dann ist es um 9. Dann müsste die Frau eigentlich hier sein. Und dann ist die Quest hoffentlich soweit erstmal abgeschlossen. Ich weiß nicht. Wir müssen unser neues Heim natürlich noch besichtigen. Und dann können wir dann in der nächsten Folge zur Quest, zur Tat schreiten und zu den Vagabunden zurückkehren. Hero? Warum? Ich weiß es nicht. So, das ist sie ja schon. Ich hoffe, die gibt uns unser Geld zurück. Hey, Penelope Shore. I'm not sure how much longer I could last around an unhoused person and still retain any status whatsoever. And the fact that you paid for it all on your own really shows how far you've come. Your next burden is a triviality. You must find a worthy cause to support. Well, I say worthy. It must be a fashionable cause. There are 3 causes in vogue at the moment. The Rationists, the 99ers, and the suffragists. I suggest you go to Wellington Arch. There are a number of rallies being held there as we speak. Ask around. Get a feel for which cause is least likely to become embroiled in controversy and sign up. So, wir haben natürlich einen Fehler gemacht jetzt. Besuchen Sie Wellington Arch. Hören Sie sich die Ursachen an. Okay, die Quest weitet sich aus, also wir haben noch ein bisschen zu tun hier. Fakt ist, wir haben einen Fehler gemacht. Wir hätten den bieten lassen sollen, den Vogel. Und wir haben geboten. Also haben wir es jetzt bezahlt, die Hütte. Aber gut, auf der einen Seite schlecht, auf der anderen Seite sind wir der nichts schuldig jetzt. Der Frau. Ich glaube, es kann nicht verkehrt sein. Es kann, nee, es kann kein Fehler gewesen sein. Es ist natürlich blöd, dass die Kohle jetzt weg ist. Die gönnt sich erstmal eine Kippe. Aber. Ja, das ist halt so. So, jetzt müssen wir zum Wellington Arch hier. Müssen wir zur Ursachenforschung betreiben. Können wir auch hinlaufen von hier aus. Sollte nicht das Problem sein. Blöd ist jetzt halt, dass die Kohle, also das Geld weg ist. Aber wie gesagt, das habe ich ja schon erörtert auf dem Herweg, dass wir das neues Geld verdienen können. 500 haben wir noch, also für die nötigen Kleinigkeiten. Für Essen haben wir noch ein bisschen Geld. Und ansonsten sehen wir weiter, würde ich sagen. Maybe I'll visit outside the wall sometime. See how the other half live. Mach doch, hab ich. Are you beggars ever going to leave me alone? Ich will nicht. Ich habe gedacht, du hast vielleicht eine Quest, weil du so nett geredet hast. So. Oh, hier, guck mal, hier ist Dings wieder. Penny Copperfield. Hey, Penny. Yes, what is it? Entschuldige bitte. Ich dachte, wir können uns unterhalten wie vernünftige Menschen. So, wer bist du? Dretish. You look malnourished. Who could blame you? We all are. With the government's current ration program, we are in a nearly constant state of almost being full. This is unacceptable. What do you say, friend? Will you join us? Also Rationisten. Erzähl mir mehr von den Rationisten. Da geht es irgendwie um Essensration. Ich möchte mich den Rationisten anschließen. Was? Es war ein schönes Gespräch, ich muss los. Erzähl mir mal mehr, bitte. To add an extra tea cake to the weekly ration cards. It is crucial for the health and well-being of Westminster residents. Alter. Let's strive for a day where we are in a constant state of being full, but never too full. Danke, war ein schönes Gespräch. Spread the word of our cause. Nein.
Was denn für eine Scheiße, Alter? Da draußen hungern die Leute, also außerhalb dieser Mauern in London. Also die haben da ein Problem mit Essen beschaffen. Habt ihr ja schon gesehen. Hier Eastminster und so. Und hier, ja, wir wollen noch einen extra Teekuchen zum Gebäck. Was bist du? Sufferist? Sie vertreten die Suffragisten? Legally we're the suffragist. There's only one of us. Me. Okay. Erzähl mir mehr über deine Sache. We seek to give the Thames folk the right to vote in elections. As long as they're Westminster residents, of course I'm not radical or anything. Penelope Shaw sagt, ihr Anliegen sei in Mode. That was nice of her. Ich muss gehen. Thanks for your time. Das finde ich gut. Die wollen den Thames-Volk, also für die des Englischen nicht so mächtig sind und die Untertitel auch nicht mitlesen konnten, weil sie gerade im Auto fahren oder so. Für die würde ich gerne nur kurz anmerken, die wollen, dass die das Thames Folk, also von Thames Haven, am Anfang, wir sind der erste große Stadt, die wir besucht haben, war Thames Haven, diese Mutanten, die sollen wählen dürfen, wie normale Menschen. Und das ist eigentlich ein gutes, also wenn der jetzt die 99ers nicht irgendwas noch irgendwie was bringen, dann würde ich mich denen anschließen. Das finde ich gut, das Vorhaben. Das gehört sich, das ist richtig. 99ers. Okay, make your pitch. Make your pitch, bitch. One of the most important issues of our generation, right? Don't answer that. I already know what you're gonna say. Oh, it doesn't affect me. Yes, it does. The environment is like all around us. It totally affects everything, including us. So let's get down to business. What is the biggest problem the environment faces? Der Mensch ist das größte Problem für die Umwelt. I'll tell you. The answer is stuff. Yes, more stuff equals more pollution. So, if we reverse the logic on that one, less stuff equals less pollution. So, we must cut down on stuff. And what stuff do we, here in Westminster, use the most? That's right. Paper and typewriter ink. But why do we use such resources in abundance? To what end? To write stuff, of course. So then, adding all logic together, we must write less stuff to save the environment. Okay. So all in all, in conclusion, we must reduce the maximum sentence for indentured labor from 100 years to 99 years. Das ist Blödsinn. Was? Warum? 99 is two characters. 100 is three. We'd be saving one character every time a person is given a maximum sentence for indentured labor. Think of all the ink and paper. Oh Gott. Das ist absoluter Blödsinn. Sorry. Think you would get it. To be honest, some people just naturally better high level thinking than others. Das ist, was für ein Schwachsinn, ne? Schönes Gespräch, muss los. Nee, denke ich nicht. So ein Schwachsinn. Die wollen, die wollen weniger Schreibmaschinentinte und Schreibmaschinenpapier verwenden, weil das angeblich das größte Problem der Umweltverschmutzung ist. Nicht Atomeinschlag oder Menschen an sich, die immer im Müll rumschmeißen. Nein, Schreibmaschinentinte. Das ist das Schlimmste. Und die wollen die Zwangsarbeit von 100 Jahre, also maximale Zwangsarbeitszeit von 100 Jahre auf 99 senken, damit jedes Mal, wenn jemand Zwangsarbeit Maximalzeit schreibt, nicht 100, sondern 99 dasteht. Also ein Charakter, ein Buchstabe weniger. Das ist ja mal richtiger Blödsinn. Das ist absoluter Blödsinn. Der Typ hat nicht mehr Latten am Zaun. Also es bleibt nur unsere gute alte Dame von den Thames Haven. Finde ich. Also für mich persönlich. Ihr könnt ja nicht selber entscheiden, wie ihr das wollt. Aber ich werde jetzt die wählen. Jo. Hi again. Ich möchte... weißt du was? Ich möchte mich ihrer Sache anschließen. That's grateful. Wonderful.
The membership fee is free for our first 10 members. I'll just need your name. Mein Name ist Asutas Whitsmith. Ich glaube, glauben Sie, dass die Bewegung mit der Verdoppelung der Mitgliederzahl in Fahrt gewinnen wird? Almost certainly. Three is a crowd and people love crowds. One-on-ones are rather out of fashion. Stimmt. Eigentlich bin ich noch nicht bereit. Okay. Mein Name ist Asutas Whitsmith. Great. You are now a registered member of the suffragists. Okay. Sehr gut. Zurück zu Penelope Shore. Vielleicht können wir noch Questen für die machen. It's going great. We may even have a third member soon. Ja, ich würde ja auch ein bisschen was machen da in der. Also ich hoffe, wir können da ein bisschen was machen. Must be horrible to live in places without luxury. Luxury. Luxury is not all, my friend. Don't tell me one from the horse. So, wir gehen jetzt zurück zu der guten alten Frau Dame Penelope Shore, zur Antilope. Ich bin auf der A4. Hier hätte ich reingemusst, ne? Jo, da kommt eine Kira an die Rand. Was? Ach, so ist ein Rasenmäher. So, dann reden wir nochmal mit der. Das haben wir jetzt auch erledigt. Also wir haben das Haus, wir haben Reputation. Was fehlt noch? Klamotten, glaube ich, war noch. Was ist eigentlich hier drin? Ist das ein Händler? Oder nur ein Lager? Das sieht aus wie ein Lager. Ja, für Kira gibt es auch noch, also diese Goldquesten-Reihe ist auch noch nicht abgeschlossen. Soweit ich weiß. Ey. They're the kind of conversations one would have waiting for a bus. But it's a good start. Interesting choice going with the suffragists. They may be obscure now, but it's only a matter of time before Thames folk rights become chic. In the public eye, it's much better to be in something from the ground floor. Unfortunately, this isn't quite enough to truly enter high society. For that, you must join a social club. There are three societies currently accepting new members. The Mugwumps Society, run by Baroness Betancourt. The Aluminium Chapeaus, run by Earl Wakefield. The Tea and Garden Club, run by Madame Coates. Figure out which society suits your style and try to join it. It'll cost more than tickets this time, though. Most social clubs have initiation rituals. Oh Gott. Okay. Ach man. Hallo? Warum guckst du so doof? Also, wir müssen jetzt noch einer Society, also einem Club beitreten. Drei gibt's in der Tat. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie die alle hießen. Einer Tee- und Gartenclub habe ich gelesen. Tea and Garden. Aluminium, Chapeau irgendwie. Und so weiter und so fort. Okay. Baroness. Betancourt. Hallo, Baroness Betancourt. Erzählen Sie mir was über den Mugwump Society. The Mugwump Society is a haven for those who seek power and influence. We believe in embracing a future ruled by the strong and cunning. We aid each other in business and politics, ensuring we always get ahead of others. Okay. Okay, danke. Wo ist der andere Typ? Hier. Hier, Alu Günther. What brings you here today? Das ist ein Aluhutträger, glaube ich. Aluminium-Chapeaus. Erzähl mir etwas über die Aluminium-Chapeaus. A group of truth-seekers, unafraid to challenge the conventional narratives. Ja, das sind Flacherdler. Oder sowas. From mutant squirrels planning an uprising to a secret society of sentient crabs plotting. Ah, alles klar, ja, mutierte Eichhörnchen haben Aufstand geplant. I see it as a compliment. Okay. Danke. Keep your eyes open, my friend. Keep your eyes open. Was ist mit dir? Madame Coates. A new face. Welcome to the Tea and Garden Club booth, dearie. Erzähl mir etwas über den Tea and Garden Club. We are the appreciators of the horticultural arts. If the government will not build us good-looking buildings, the people must grow good-looking gardens. Die sind alle scheiße, Mann. Ich möchte den Tea and Garden beitreten. Also, die erste. Da ging es um Politik, um Machenschaften, um Intrigen. Nein, wollen wir nicht.
Der andere, der Aluminium-Typ, der wollte, da ist ein mutiertes Eichhörnchen, was die Weltmeisterschaft an sich reißen will. Nein, nicht so meins. Dann bleibt eigentlich nur hier der Tee- und Gartenclub, deswegen nehmen wir einfach den Tee- und Gartenclub. Some people join just for the prestige. If you believe it, you must show your appreciation for the horticultural arts. Procure a pre-war garden catalog and give it a read. Ich hab, glaube ich, so einen. And we shall welcome you with open arms. Abgeschlossen, wählen Sie den Club. Lesen Sie den Gartenkatalog aus Vorkriegszeiten. Ich glaube, ich hab den, ne? Also ich weiß, dass wir mal so einen Gartenkatalog gefunden haben. Da haben wir dann irgendwie, konnten wir dann, es war automatisch so ein Bauplan. Kann ich dir das vielleicht... Noch nicht. Okay. Aber wo ist das? 89 Meter? 88 Meter? Ach, das ist wieder in dem Gebäude. Ach, in unserem Haus. Krass. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob es unser Haus ist. Wollen wir uns auch noch angucken, unser Haus, ne? Was wir gekauft haben. Ich schweiße uns das Angesicht. Das war 5000 Credits. In der Tat. Die alte Großfressen-Oma, die Antilope, hätte uns mal was dazugeben können, wenigstens. Wenigstens ein Tausender oder so. Glaube ich hier richtig? Ich glaube nicht. Die Folge wird schon ein bisschen lang, aber ich würde gerne das jetzt noch in die Folge reinpacken. Wir haben in der letzten Folge so hart versorgt, im Endeffekt. Versorgt haben wir ja nicht, wir haben halt einfach den Weg nicht gefunden. Aber da, ich verstehe. Wir sind hier hinten lang. Haben wir einfach den, die Quest ging einfach nicht weiter, das war nicht meine Schuld, im Endeffekt. Weil wir hatten keine Möglichkeit, da rein zu gelangen. Es war immer versperrt. Warum die Tür immer zu war, kann ich bis jetzt aber noch nicht sagen. Das ist halt so. Hier, das ist unser Haus, oder? Ich geh mal gucken. Wir hätten es vielleicht richtig durchsuchen sollen, da hätten wir das gleich mitgenommen. Aber ich wollte ein bisschen uns Zeit sparen, ein bisschen beeilen, sonst hätte ich dann in Ruhe alles durchsucht. So, wir machen einen Schnitt hier für die Ladezeit. So. Ach, die sind immer noch hier. So, hier, Gartenkatalog. Nehmen. Abgeschlossen. Daten. Das ist ein Holo-Wand. Gut, das hätte ich natürlich nicht. Das hätte ich sehen können, ne? Aber ich habe mir bei dem Alkohol, da bin ich immer raus. Der Alkohol rumsteht, das ist mir eigentlich nicht so. Gartenclub, Gartenkatalog hier. Mach mal rein in Iowa Walkman. Achso, Sally Sunflower Gardening Delights, entfesseln Sie Ihren grünen Daumen. Willkommen, liebe Gartenbegeisterte. Der Frühling steht Ihnen voller Blüte und es ist die Zeit, die Freude am Gärtnern zu genießen. Ich, Sally Sunflower, Ihre freundliche Gartenexpertin aus der Nachbarschaft, bin hier, um Ihnen einige entzückende, aber unkonventionelle Ergänzungen zu Ihrem Gartenwerkzeugkasten vorzustellen. Ich beginne damit, meine Favoriten aus der diesjährigen Ausgabe hervorzuheben. Lass uns eintauchen. Kann ich es abspielen? Nee. Da gibt's nichts zum Abspielen. Okay. Also wir haben den Gartenkatalog gelesen. Und jetzt geht's zurück zur... Hieß die Penny? Nee, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Namen vergessen. Und dann sind wir endlich hoch angeschätzte Mitglieder der Gesellschaft. Genau. Wahrscheinlich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, zu was diese Quest gut ist, ehrlich gesagt. Wo uns das hinführt, wahrscheinlich zu weiteren Questen. Kann ich mir vorstellen. Ich laufe schnell, die Schnellreise geht auch nicht schneller im Endeffekt. Weil das so massiv ist. Aber ich habe mal ein bisschen rumgelesen, es haben viele das Problem mit den langen Ladezeiten. Also das ist so ein Grundproblem von Fallout London. Ich kann auch nichts machen. Wir können es nur akzeptieren. Einfach. Weil das halt eine extrem große, umfangreiche Mod ist.
Vielleicht lässt sich da noch ein bisschen was optimieren. Die habe ich schon mal gesehen hier. Die Klamotten mit den Klamotten. Vielleicht lässt sich noch ein bisschen was optimieren. Vielleicht gibt es noch ein Stückchen schnellere SSD, als ich drin habe. Es gibt, mag alles sein. Aber ja, das ist halt so die meine Konfiguration. Und mehr ist halt nicht möglich aktuell. I hope so. Madame Coates. Oh ja. Oh yes. Ah, the spring issue, one of my favorites. I used to have this one. Tell me, what is the second item Sally Sunflower recommends in her opening foreword? Gartenhandschuhe zur Schneckenabwehr? Not even close. Okay. You clearly didn't read it. I think you'd be more suited in another social club. Sorry. People have a negative attitude. That's what's stopping them. Shit. Ich hab's verbimmelt, oder? Ich hätte es wirklich lesen sollen, nicht Idiot. Was ist denn das zweite? Wie kann ich ihn hier umblättern? Die schlimme Schneckenstatue. Statuette. Wer braucht schon banale Gartenzwerge, wenn man eine schlimmere, schimmernde Schneckenstatuette hat? Okay. Nochmal. Yes. Ja, ich habe es tatsächlich getan. Tell me, what is the second item Sally Sunflower recommends in her opening forward? Die strahlende, die fortflüsternde Windspieler, magische Pilzelixier, Regenbogensprinkler. Das ist für nichts dabei. Sorry, I just had to make sure you had actually read it. Das war jetzt Glück, ich konnte nicht umblättern. I'll let everyone know we have a new member. Welcome aboard. Danke. So, zurück zu Penelope Shore. Okay, auf geht's. Du bist ein Hamster, oder? Ja, Mann, ich bin ein Hamster. Ich bin ein Hamster. Ein kleiner, fetter Hamster. So, komm, jetzt auf geht's. Bin zu lange unterwegs hier schon wieder. 37 Minuten läuft die Folge schon. Und, ja gut, wir haben einiges geschafft, muss man dazu sagen. Hey, Penelope. So proud of you. You were a social caterpillar. Now look at you, a butterfly. I've tipped off the newspaper about your exploits. They're always interested in up-and-comers. I'm afraid there is nothing more I can teach you. Sehr gut. Ich schätze Ihre Anleitung, Frau Shore. Ich fühle mich nicht wirklich, als hätte ich viel erreicht. Ich schätze Ihre Anleitung. Man kann mir freundlich sein. I wish you all the best in your future endeavors. When you're at the top, just remember who helped you get there, will you? Now go. Visit your new home. I've signed you up for a newspaper's subscription. You can read all about yourself. Okay. So, besuchen Sie Ihr neues Zuhause. Welches da ist? Wahrscheinlich wieder da hinten, ne? Ja, Mount Street wieder. Also laufen wir jetzt zum dritten Mal dahin. Das ist halt immer Pontius Pilatus Questen, nenne ich die immer gerne. Also weil der immer von Pontius zu Pilatus läuft und wieder zurück und wieder zu Pontius Pilatus und wieder zurück und wieder dahin. Die gibt's relativ oft bei Bethesda. Bethesda. Aber ist halt verständlich im Endeffekt. Müssen wir ja irgendwie. Man kann ja nicht immer nur. Man muss auch mal arbeiten. Wer ist das? Cooler Anzug. Cooler Mantel. Das würde ich mir auch gefallen lassen, so ein Mantel. Wir haben ja immer diesen Rüstungssilhouett an, ne? Aber wir können ja was anderes drunter ziehen, eigentlich. Einen schwarzen Mantel? Hätte ich schon Bock drauf. Glaube ich. Wir müssen mal gucken, dass wir unsere Klamotten mal ein bisschen umstellen. Mal ein bisschen weg von diesem, hier, Angler-Outfit. Ich habe, glaube ich, Arbeiter an oder sowas. Arbeiter-Outfit. Unten drunter, nee, oder Armee-Outfit. Das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie. Ich glaube, in dem Haus, da wo Danger dran steht, das ist das Gebäude, was wir gekauft haben. Ah, nee, wir haben. Das haben wir gekauft hier, oder was? Wow. 5000.
wie heißt es, kriminelles Versteck. 5000 haben wir diesen Schrott gekauft. Das ist ja super. So. Das kann nicht wahr sein, oder? 7 Meter. Wir haben hier irgendwie noch... Ah, hier ist die Zeitung. Nehmen. Eine angesehene Person von öffentlichem Ansehen, Esther Woodsmith, hat sich kürzlich in Westminster niedergelassen. Als Mitglied der Tea and Garden Social Club sind sie angeblich ein Befürworter von die Sachen der Sabaristen. Wir hier, Westminster Chronicle, werden die Karriere von seinem mit großem Interesse verfolgen. Aber niemand sah das Potenzial von seiner früheren als Penelope Shore, die Esther Woodsmith bei ihrer Ankunft unter ihre Fittiche nahm in Westminster. Ah, okay, alles klar. Brief von Penelope Shore. Lieber Esther Woodsmith, ich möchte Ihnen noch einmal für die Bemühungen danken. Sie haben sich gelohnt stattlich. Ich habe Einladungen von alten Freunden erhalten, die gerne mehr über Sie erfahren würden. Es fühlt sich, als wäre ich nicht länger Gegenstand von Klatsch und Kontroversen. Ich habe diesem Brief eine Geldzahlung beigefügt, die Sie meiner Meinung nach mehr als verdient haben. Passen Sie auf sich auf. Okay, respektabel werden. Abgeschlossen. Okay, wo ist denn diese Geldzahlung? Oh. Also wir haben mal ordentlich was wiedergekriegt. Ne, es war nicht mehr 5000, wir haben 2000 eingebüßt, 1100. Aber das ist, glaube ich, okay. Und das gehört alles uns jetzt hier. Man kann ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, diese Hütte ein bisschen ausbauen. Es muss ja irgendwo so ein Dings geben. Tür ist unzugänglich. Es gibt ja bestimmt irgendwo so ein, hier, guck mal. Two-Headed Chaos. Teddybär, ich lass mal alles liegen. Guck mal, sogar ein Bett für uns, Kira. Fusionskern, Fusionszelle, Combat, rechter Arm, Schallgedämpft. Da ist einiges drinne. Wir lassen uns mal alles hier drinne. Weiß auch nicht, ich will mich jetzt auch nicht überladen. Ich glaube, es muss hier irgendwo so ein Teil geben, wo man bauen kann mit, hoffe ich. Dass wir ein bisschen aufräumen können. Ich würde gerne ein bisschen die Schränke und so. Bobo der Mondaffe. Ein bisschen die Schränke wegräumen. Hier ist die Toilette. Und vielleicht ein bisschen streichen. Ich weiß nicht, das ginge. Wenn nicht, haben wir auf jeden Fall immer einen vernünftigen Rückzugsort für hier. Und diese Bänke können wir eigentlich mal wegräumen. Als Eingangsbereich. Ich weiß halt nicht, man müsste halt gucken, ob es so eine Settlement-Werkbank hier gibt. Oder ob das nur als Wohnung zählt, hier wie bei Skyrim. Ja, das ist kein Workshop. Also es ist kein Workshop, wir können hier nicht aufräumen und nichts. Also wir können nur das ganze Zeug einsammeln hier. Und uns alles, alles krallen. Und dann nur zum Reparieren und Zeug herkommen. Also auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Ende für heute, denke ich mal. In einer guten Zeit haben wir das geschafft. Wir sind jetzt Dings beigetreten. Wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir haben ein bisschen Geld zurückbekommen. Und wir haben jetzt eine Wohnung in Westminster und ein bisschen Ansehen. Ich glaube, das ist nicht so verkehrt. Und dann können wir dann sehen, wohin es uns in der nächsten Folge trägt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in London.